Prinzessin Katharina nimmt seit kurz nach Weihnachten Urlaub Die Prinzessin von Wales trat aus dem Rampenlicht, als sie sich zunächst einer Bauchoperation unterzog, die laut Kensington Palace eine zweimonatige Abwesenheit vom Dienst erforderlich machte. Doch im Laufe der Zeit begannen die Leute, Fragen zu stellen, was dazu führte, dass Catherine Ende März verritt, dass sie sich wegen Krebs behandeln lassen wollte. Catherine hat um Privatsphäre gebeten. Während sie sich einer Chemotherapie unterzieht, und ein Sprecher des Palastes hat sich gerade Ende März in einer überraschenden Ankündigung zu Kessrins Rückkehr zu königlichen Pflichten geäußert. Katharina enthüllte der Welt, dass sie eine Krebsdiagnose erhalten hatte, und teilte ein herzliches Video auf den Social Media Kanälen des Prinzen und der Prinzessin von Wales. Katharina gab Einblick in ihren Aufenthaltsort in den letzten zwei Monaten. Im Januar gab sie bekannt, dass sie sich in London einer größeren Bauchoperation unterzogen hatte und man damals davon ausging, dass ihr Zustand nicht krebsartig sei. Sie sagte, die Operation sei erfolgreich gewesen, Untersuchungen nach der Operation ergaben jedoch, dass Krebs vorlag. Katharine teilte mutig mit, dass sie sich derzeit einer Chemotherapie unterzieht und drückte ihre Dankbarkeit dafür aus, dass sich ihr Zustand jeden Tag allmählich bessert. Darüber hinaus äußerte sie den Wunsch nach mehr Privatsphäre während ihrer Behandlung und suchte nach mehr Privatsphäre vor dem Rampenlicht. Etwa eine Woche später berichtete die Express, dass ein Sprecher des Kensington Palace sagte, dass Catherine noch keinen Termin für ihre Rückkehr zu königlichen Pflichten habe. Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr das medizinische Team die Erlaubnis dafür erteilt hat, sagte der Sprecher. Sie ist in guter Stimmung und konzentriert sich auf eine vollständige Genesung. Katharine verbringt zusätzliche Zeit mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. In ihrer Ankündigung brachte sie zum Ausdruck, dass sie und William sich nicht nur eine Behandlung suchten, sondern sich auch besonders viel Zeit und Sorgfalt nahmen, um den Kindern zu erklären, was vor sich ging. In der Zwischenzeit hat ein Experte auf der anderen Seite des Atlantiks behauptet, dass die Nachricht von den Krebskämpfen von König Charles und Prinzessin Katharine Megan Mars' sogenannten amerikanischen Königsfamilien-Komplott gebremst habe. Megan hat an einem neuen Geschäftsvorhaben gearbeitet, American Revier Orchard, einer neuen Lifestyle-Marke mit Sitz in einem Herrenhaus. Zuvor starteten sie und um die Website awworld.com mit den königlichen Titeln und dem Wappen zu ersetzen. Die Schritte wurden von königlichen Beobachtern als Versuch des Paares angesehen, mit seiner Umbenennung zu versuchen, mit der Firm mithalten zu können. Laut Kommentator Richard Fitzwilliams sind jedoch alle Pläne, es mit den Royals aufzunehmen, möglicherweise zunichte gemacht worden. Wenn Meghan und Harry zu diesem Zeitpunkt weitermachen, besteht die Gefahr, dass ihre Popularität noch weiter sinkt. Die Experte sagte gegenüber An, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Exes in Zukunft etwas tun können, um ihre Verbindungen zur königlichen Familie zu monetarisieren. Er fügte hinzu, ich denke auch, dass Harry von der Nachricht über die Krebsbehandlung seines Vaters und auch von dem, was mit Catherine passiert ist, ziemlich am Boden zerstört sein wird. Denken Sie daran, dass ihre Popularität auf beiden Seiten des Atlantiks ziemlich gering ist. Wenn noch etwas passiert wäre, dann wäre das passiert. Als geschmacklos angesehen würden, würden sie abstürzen.